In diesem Video ist es endlich soweit und du lernst die Parameterdarstellung kennen. Wenn du dich kurz zurückerinnerst, im ersten Video dieser Videoreihe haben wir die unterschiedlichen Möglichkeiten besprochen, wie du eine Gerade eindeutig beschreiben kannst. Wir können sie beschreiben durch zwei Punkte, durch einen Punkt und eine Steigung oder durch einen Punkt und einen Richtungsvektor. Und der Fall mit Punkt und Richtungsvektor, den brauchen wir jetzt hier bei der Parameterdarstellung. Wir haben nämlich eine Gerade g und die verläuft durch den Punkt a und v ist der Richtungsvektor der Gerade. Und die Parameterdarstellung der Gerade lautet x ist gleich a plus t mal v. Das a ist ein Punkt. Das v ist immer der Richtungsvektor der Gerade. Und das t hier nennen wir Parameter und das ist eine Zahl. Das heißt, wir haben in unserer Parameterdarstellung einen fixen Punkt und einen fixen Richtungsvektor. Und für die Zahl t, den Parameter, kannst du jetzt ganz viele unterschiedliche Zahlen einsetzen. Und für jede Zahl bekommst du einen Punkt, der auf der Geraden liegt. Wenn du das Arbeitsblatt im Internet öffnest und hier auf das Blaue klickst, dann öffnet sich dir diese GeoGebra-Datei. Und wenn du jetzt den Punkt T nimmst und hin und her bewegst, dann siehst du, dass sich der Punkt X verschieben wird, weil du eben für jeden Wert, den du für T einsetzt, einen anderen Punkt bekommst, der auf der Geraden liegt. Und abschließend, ganz wichtig noch, jeder Punkt auf der Geraden entspricht genau einem Wert des Parameters T. Das heißt, für jeden Punkt, der auf der Gerade liegt, gibt es genau eine Zahl, die du für das t einsetzt. Also abschließend, Parameterdarstellung lautet immer x ist gleich ein Punkt plus t, eine Zahl, mal einen Richtungsvektor. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns wieder.